Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir machen weiter mit Dänemark und zwar wieder mal mit Ceres. Wird das überhaupt so ausgesprochen? Keine Ahnung. Strong Ale 7,7% Umdrehungen. Hier aus der Dose, da wieder mit diesem interessanten Logo, was auch ein bisschen ja, neuer zu sein scheint. Und ja, wenn jetzt einige glauben, ja Moment mal, Déjà-vu, lieber Biersüffler, das hast du doch schon längst vorgestellt. Kann ich sagen, ja, hatten wir vor 2 oder 3 Jahren, hatten wir das schon mal gehabt aus der Flasche, wo wir noch gesagt haben, ja, das ist so ein Importbier in Italien, wo die Italiener sagen, das ist so ein, ja, besseres oder ein Luxusbier. Da hatten wir dieses Thema ja mal, ja, thematisiert gehabt. Jetzt 2, 3 Jahre später kommt das Ganze hier aus der Dose daher in einer neuen Aufmachung und ich dachte mir, da wir die Dose noch nicht haben und das auch prima jetzt gerade in diese dänische Woche reinpasst, ne, wir haben ja viele Ceres-Biere, die wir alle jetzt am Durchprobieren sind, ich glaube 4 oder 5 Stück, die wir hier noch nicht vorgestellt haben auf dem Kanal und deswegen da mal testen wir einfach dann auch mal die Dose. Mal sehen, was die dann so zu bieten hat. Wie gesagt, in Italien ist das nach wie vor ein großer Renner. Da trinken die da so zum Abendbrot, wenn überhaupt, dann auch recht gerne. So, ich mache mal auf das Ganze. Ja, schöne Dose, kommt ein bisschen Entspannungsverdampfung, kommt raus. Und ich würde sagen, ich lasse einfach mal laufen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine ziemliche Alkoholkante da drin. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Naja, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich halte das nochmal rein und übrigens, warte mal, ach nee, erstmal machen wir mal das Bier, bevor die Blume weg ist. So, also Blume haben wir 2 Finger, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, ja, mittelporig bis grobporig das Ganze. Bleibt aber schön an der Glaswand haften und wir sehen auch hier von der Farbe, ja, ein dunkleres Getreidegold ist es. Das ist ein bisschen beschlagen, ein bisschen runtergekühlt. Perlange ist vorhanden. Also, ja, Freunde, sieht richtig saftig aus. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so unappetitlich. Krone-Bewertung gebe ich nicht, aber ich würde für die Optik, für die Ästhetik auf jeden Fall 5 von 5 / 6 möglichen Punkten geben. Das ist es mir auf jeden Fall wert. So, bevor wir aber uns um das Bier kümmern, möchte ich noch mal kurz das mit der Dose reinhalten, weil ebenfalls wie bei der anderen oder bei den anderen Dosen, die wir bisher schon haben, ich weiß jetzt nicht, welches Video als erstes rauskommt. Also wir hatten einmal dieses Hempiness oder so hieß das. Dann hatten wir dann einmal da dieses Extreme Zero, das war richtig lecker. Und ja, jetzt dieses hier und dann hatten wir noch Mosaik, glaube ich, ne? Oder kommt das noch? Ich weiß es nicht. So, und hier, ich halte das mal so rein, man sieht ja schon, da ist das auch alles so jetzt, ne? So Auge, wie es aussieht, wie es schmeckt und wie es riechen tut. Also ich muss sagen, im Vergleich zu der Flasche ist das hier schon geiler. Also das ist schon so, wo ich sage, wow. Ja, und auch alles einheitlich so mit diesem Logo, aber trotzdem immer ein anderes Design, hier ganz traditionell gehalten. Ja, was ist das hier? So ein Bogen, so ein Torbogen oder so? Also das finde ich schon wirklich schick, muss ich sagen. Ja, Gruß geht da raus an die alten Dänen. Ja, also ist schon wieder toll. So, bewertet haben wir das Ganze. 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik, würde ich sagen. Schnuppern wir mal an, mal sehen, was da jetzt los ist. Ja, natürlich erstmal strong, ne? Mit 7,7% Umdrehungen. Die kannst du erstmal nicht so leicht verbergen. Und so hast du in der Nase tatsächlich auch schon ein bisschen so, ja, riecht schon so ein bisschen Malzkörper betonter, aber eben auch sprittiger, ne? Ja, es kommt klar durch. Da ist schon so eine Süße und so eine gewisse Alkoholkante. Und ich muss dazu sagen, das ist hier schon gut runtergekühlt. Also, da ist schon ein bisschen was los, ne? So, aber ist ja nicht alles das Bouquet. Wollen wir natürlich auch mal abchecken. Mal sehen, wie es 3 Jahre oder 2 Jahre später schmeckt. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, auf euch zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ich bin gespannt. Oh ja, sehr süß. Das ist wieder sehr, sehr süß. Ja, du nimmst eine leichte Getreidigkeit wahr. Gleich beim Antrunk. Und du merkst auch das, was es ist. Was ist denn das für ein Bierstil? Schmeckst du sofort raus. Dortmunder Export. Aber mal ein bisschen was kräftigeres, ne? Also, stell dir mal vor, ein ganz klassisches Industriestandard, Dortmunder Export und nochmal doppelt so süß. Dann hast du in etwa so dieses Ceres Strong Ale. Ja. So, und dann hast du auch schon das von den
Attributen her ist ja ganz klar dynamisch oder gemütlich. Ich denke, es erklärt sich von selbst, dass wir es hier eher mit einem gemütlichen Bier zu tun haben, wenn man das als gemütlich bezeichnen möchte. Ja, also wegexen würde ich es nicht, weil dann wirst du gleich mit der Karpfen singen gehen und dann hast du am nächsten Tag aber erstmal auch einen dicken Brummschädel. Ne? Also von daher wohl erstmal nicht. Was sofort, aber wirklich sofort auffällt, das ist wirklich diese Alkoholkante. Ne? Also ich habe schon Biere getrunken, wo es wirklich schlimmer noch ist, ja, wo diese Sprittigkeit richtig krass rausschmecken tust. Nur du merkst es. Du merkst richtig, sobald der Malzkörper so ein bisschen nachlässt, ja, das flaut dann so ab und dann hast du dann nochmal aber wirklich so einen ordentlichen Brocken, wo du so eine Sprittigkeit rausschmeckst. Und dann bleibt am Ende, also im Abgang, hast du eigentlich nur noch so eine gewisse Süße übrig, so eine leicht florale Süße, so möchte ich das mal nennen. Und halt so diese, ja, dieser Nachklang vielleicht von der Alkoholkante noch. Ja, alles im Allen, Freunde, das Ceres Strong Ale. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es gar nichts anderes gibt und du willst dich irgendwie weglöten, dann kannst du dich ja tatsächlich mit einem aromatischen Starkbier gut weglöten. Ja, und da kannst du auch bestimmt auch für die Jüngeren von euch vielleicht interessant auf der einen oder anderen Party damit vergnügen. Ich vermute mal, nach der zweiten, nach der dritten Dose merkst du diese Sprittigkeit auch nicht mehr. Dann ist dir das eh egal, da kommt es nur auf den Alkohol drauf an. Da wirst du wahrscheinlich das Ding eh aus der Dose süffeln. Ne? Aber so für den gepflegten Biergenuss, nicht Konsum, so wie wir als Hardcore-Hedonisten das betreiben, muss ich sagen, fällt es leider durch. Ne? Also da ist einfach, das ist zu ruppig, zu brachial vielleicht sogar. Ja? Um da wirklich von Genuss zu sprechen. Aber ich finde es erstaunlich, und das ist auch gut, dass wir dieses Bier jetzt nochmal getestet haben. Ich finde sogar, die Dose schmeckt sogar noch ein bisschen besser, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als die Flasche. Wundert mich jetzt nicht groß. Und auch interessant, bei Ceres ist ja auch mehr oder weniger, glaube ich, habe ich jetzt herausgefunden, Industriestandard da in Dänemark. Muss ich sagen, ich finde diese Vielseitigkeit interessant, da wo wirklich von, oh, schmeckt gar nicht, bis, ja, geht so und richtig lecker, ja, so am Start ist. Also das finde ich schon toll, dass ein und dieselbe Brauerei aus der Kategorie Industriestandard da wirklich so eine erheblichen geschmacklichen Unterschiede hat, ja. Also das finde ich schon irgendwie spannend. Ja, wie wollen wir das bewerten? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir damals gegeben haben. Ich habe jetzt so eine Tendenz. Mir schmeckt's. Also Krone-Bewertung auf gar keinen Fall, auch wenn es exotisch ist. Ich schwanke zwischen einer 3 und einer 4. Da ich glaube, dass man sich so dran gewöhnt und jetzt hier so gut runtergekühlt. Also ich gebe 4 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Und ja, das war es gewesen mit diesem Biertest. Ich kümmere mich da auf jeden Fall noch drum. Wird natürlich nicht weggekippt. Da trinke ich natürlich jetzt noch ganz gemütlich aus. Mal sehen, wie es sich verhält, wenn es dann genug Temperatur anzieht. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.